Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Knoblauchs Welt entdecken. Das neue Jahr steht vor der Tür und damit auch das Thema nach Neujahrsvorsätzen. Nun können Sie sagen, aus Erfahrung weiß ich, gestartet wie ein Löwe, gelandet wie ein Bettvorleger. Manche sagen auch, es ist wie der Startschuss zu einem Rennen, das nie stattfindet. Trotzdem, Neujahrsvorsätze sind wichtig, weil sie helfen, Gewohnheiten zu entwickeln. Und Gewohnheiten haben Macht, unendliche Macht. Wissen Sie, Zähneputzen ist ja nun nicht wirklich jedermanns Sache. Aber hat man sich das erst einmal angewöhnt, dann stoppt sie nichts mehr. Mehr Bewegung war vielleicht mal Ihr Thema. Das erste Mal joggen um den Block, was für ein Aufwand, zu hell, zu dunkel, zu feucht, zu trocken, was weiß ich. Aber jetzt haben Sie sich's ja verinnerlicht und jetzt 2-3 Mal in der Woche, was immer Ihr Rhythmus ist, nichts wird Sie stoppen. Nicht einmal die Schwiegermutter, die überraschend zu Besuch kommt. Übrigens, die Top 4 Vorsätze in Deutschland: Rauchen aufhören, abnehmen, Sport, Fitness steigern, Finanzen organisieren. Und deshalb die Frage: Was wäre für Sie dran? Und warum nehmen Sie nicht gerade mal ein Stück Papier, ein Bleistift und Sie schreiben auf, während ich rede? Vielleicht ist es ja das Thema, dass Sie mehr an der Firma arbeiten sollten und weniger in der Firma. Also in der Firma ist Managen, an der Firma, das ist weitsichtig führen, das ist Unternehmer sein Leben, das ist durchs offene Fenster zu schauen, über die Zukunft nachzudenken. Vielleicht ist es ja auch das Thema, dass Sie Ihre Nachdenkzeiten, Ihre Dream Days grundsätzlich erhöhen sollten. Diesen Tag pro Quartal jetzt gleich eintragen, festmachen. Vielleicht ist es ja auch das Thema, einen Mentor, einen Freund in mein Leben zu bitten, um mit ihm mal ganz bestimmte Dinge durchzusprechen. Vielleicht ist es das Thema Spiritualität. Jeder weiß von uns, wie wichtig das ist. Wie viel Zeit nehme ich mir für Gebet, für Bibel lesen? Wo hat es seinen, ganz praktisch seinen Platz? Oder sind ganz banale Dinge, mehr Ordnung am Arbeitsplatz oder einfach die Weiterbildung, die ich so lange vor mir hergeschoben habe, jetzt endlich hervorholen, anmelden, durchziehen. Was immer. Unser Angebot an Sie ist, gehen Sie auf www.neujahrsvorsätze.de, schreiben Sie dort Ihren Neujahrsvorsatz rein oder Ihre 2, 3, was immer, und unsere Leistung, unser Angebot, wir erinnern Sie mit einem liebevollen, netten, charmanten Mail, mit Cartoons, mit Zitaten, alle 14 Tage. Übrigens, kürzlich schreibt uns jemand, boah, soeben haben Sie mich erwischt mit Ihrer Mail. Ich saß da oder ich sitze an meiner Schwarzwälder Kirschtorte und jetzt, ich knappere schon wieder an meinem Salatblättchen. Ich habe die Botschaft verstanden. Also, herzlich willkommen bei www.neujahrsvorsätze.de. Das war's für dieses Mal. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns wieder in einem Monat.